Frau Kuhl, Sie haben ja sehr lange und sehr intensiv an dieser Ausstellung gearbeitet und sich mit Rainer Fetting und seiner Kunst auseinandergesetzt. Da hat man dann doch bestimmt auch einen Liebling, oder? Ja, ich habe nicht nur einen. Es gibt einige Werke, die ich unglaublich spannend finde. Natürlich zunächst das titelgebende Bild Here Are the Lemons. Und dann hat man noch mehrere Lieblinge. Und ein besonderes Highlight ist für mich dieses große Bild von dem berühmten Punk-Club CBGBs, den es heute leider gar nicht mehr gibt. Rainer Fetting hat ihn vielfach besucht, als er in New York lebte. Er hat dort sogar auch einmal gefilmt. Und dieses Bild bringt diese gesamte Atmosphäre dieses Clubs aus den 80er Jahren zum Leben. Wir sehen hier einen Gitarristen, sehr dynamisch, diese unglaublich expressive Haltung finde ich beeindruckend. Wir sehen hier die Hände eines Schlagzeugers und diese Dynamik, finde ich, lässt den Betrachter dieses Bildes fast auch das Konzert hören, als wäre er mittendrin. Das finde ich großartig.